Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, was Herr Müller als Abschluss gesagt hat, dass die Regierungskoalition bereit ist, den Antrag von CDU und FDP zu übernehmen, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ist, finde ich, ein gutes Zeichen, sage ich mal, für die Bewohner und Bewohnerinnen in den Bremer Heimen. Weil damit wird deutlich ausgesagt, dass über alle Fraktionen hinweg in diesem Hause man daran interessiert ist, dass es eine effektive Kontrolle von Heim- und Betreuungseinrichtungen geben muss, aber dass das nicht auf Kosten von, sage ich mal, Parteizänkereien passiert, sondern dass man sich in dem Ziel einig ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Mein Kollege Möhle hat angefangen, eigentlich wollte er, und ich kann auch sagen, eigentlich wollten wir die Entfristung ablehnen, weil wir, nachdem wir ins Gesetz geguckt haben, schon festgestellt haben, da steht ja drin, dass bis Juli 2015 eine Evaluation des Gesetzes stattfinden sollte. Und wenn man dann feststellt, okay, ist alles gut gelaufen, das Gesetz hat das bewirkt, was es bewirken soll, dann hätte man die Befristung, die ja bis zum 31.12. dieses Jahres geht, hätte man die umwandeln können oder entfristen können. Wir haben dann nachgefragt, ob denn diese Evaluation stattgefunden hat, und da hat die Sozialbehörde gesagt, nein, hat nicht stattgefunden. Es gab wohl Pläne dazu, aber sie hat nicht stattgefunden. Und von daher haben wir dann für uns gesagt, auch eingedenk der aktuellen Situation mit dieser Pflegeeinrichtung in Huchting ist es sicherlich gut und richtig, wenn man da jetzt nicht lange zögert und einfach sagt, eine Evaluation des Gesetzes wäre sicherlich sinnvoll. Man kann dabei ja zu dem Schluss kommen, das will ich jetzt auch überhaupt gar nicht ausschließen. Also von unserer Kenntnis, wir haben natürlich auch als Linke einen Antrag an die in der Sozialdeputation wie andere auch gestellt, dass wir eine Berichtsbitte haben wollten über die Vorgänge, was in Huchting passiert ist. Aber ich glaube, es ist durchaus möglich, dass man auch zu dem Schluss kommt und sagt, ja, das Gesetz hat wirklich das bewirkt. Und ich meine, immerhin, nach langer Zeit muss man ja eigentlich auch mal begrüßen, da wurde endlich mal eine Einrichtung geschlossen, in dem sozusagen nicht nach Wohl und Wehe der dort Wohnenden umgegangen wird. Und natürlich darf man nicht vergessen, wenn es jetzt auch in der Öffentlichkeit, sage ich mal, so ein bisschen Aufwallungen gibt, da spielen natürlich die unterschiedlichen Interessen mit und natürlich auch die Interessen der Heimbetreiber. Nicht? Da soll man sich nichts vormachen, wenn da noch 90 Patienten, nein, oder Bewohner und Bewohnerinnen noch da drin gewesen sind, und wenn die jetzt schließen müssen, dann sind das natürlich Verstöße gegen 90 Verträge, die die abgeschlossen haben. Das wird teuer für die Betreiber werden, und dass die sich versuchen, da auch sich der öffentlichen Meinung zu bemächtigen. Ich glaube, da braucht man sich nicht wundern. Von daher, ich finde, man muss das alles sehr genau angucken, und ich finde es wirklich gut, dass da endlich mal, weil das, was ich bisher an Informationen habe, also ich sage mal, wenn zum Beispiel keine, und Sie wissen ja, ich komme durchaus aus dem Bereich, wenn es keine Dokumentation zum Beispiel über das Trinkverhalten von alten Menschen gibt, dann kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, da können Sie zugucken, bis diese Menschen wirklich richtig eintrüben. Das dauert 2 Tage. Und nach 2 Tagen wissen sie nicht mehr, wie sie heißen und wo sie sind und was sonst ist. Und wenn sie denen wieder was zu trinken geben, dann geht das innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde, werden die wieder völlig normal. Also diese Menschen sind extrem hilflos in so einer Situation. Und wenn es da keine Dokumentation darüber gibt, dass dieser Mensch am Tag zuvor oder in der Schicht vorher so und so viel getrunken hat, dann ist das in der Tat schon eine Gefährdung von Leib und Wohl dieses Menschen. Und das, sage ich mal, dürfen wir einfach nicht zulassen. Und von daher glaube ich nach dem bisherigen Kenntnisstand, dass es richtig war, dieses Heim zu schließen. Aber natürlich unter diesem besonderen Aspekt sollte man noch mal eine Evaluation hinterher schieben. Und auch wir als Linke würden damit sozusagen nicht den Antrag der Koalition ablehnen, sondern wir werden sagen, der Antrag der CDU-FDP ist der richtige Antrag, auf den wir uns alle gemeinsam einigen sollten. Danke.